Ich wusste, was mich das kostet. Das war, sagen wir mal, für mich war es nicht schlimm. Die Kosten waren nicht schlimm. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm wertvoller ist, in eine sichere Klinik zu machen oder ob er irgendwo zu irgendwelchen Arzt in irgendwo im Ausland fährt und so mit seinem Kopf, wo das ganze Kopf mit 30 Nähten aufgemacht wird und so. Ich hätte es nicht einmal für umsonst machen würden irgendwo in Ausland. Ich habe es eh gehört von die vielen, wo es die sagen, aber ich würde es niemandem empfehlen. Auf gar keinen Fall. Lieber ein bisschen mehr in die Tasche greifen, aber man ist es auf der sicheren Stelle. Und mir geht es jetzt da gut, also eigentlich viel besser als wie vorher. Ja, man ist ja selbstbewusster. Ich war vorher auch selbstbewusst, aber jetzt, es ist wie meine natürliche Haare. Also es merkt keiner, dass irgendwas da gemacht worden ist. Die Freundin hat es verfolgt, also sie ist ja Friseurin, sie hat geschaut. Zum ersten war sie skeptisch, man, so wie alle. Also das ist immer so skeptisch, Vorurteile und so. Naja, das ist nicht so viel wert und das ist, und dann wie die Haare ausgefallen ist und so, dieser Prozess und so. Und dann war es, boah, und ich war auch erschreckt natürlich. Habe gedacht, hoffentlich ist es nicht falsch. Und dann hat es angefangen zu wachsen und so, immer stärker und stärker und so. Und dann haben wir gedacht, das ist super. Und jetzt haben sie gesehen. Also ich habe kein Problem damit. Nein, eigentlich nicht. Leider, das kann sich nicht jeder leisten. Ich meine, das wäre, ich weiß es nicht, das wäre zu empfehlen, aber die Leute gehen lieber, die sparen auf falscher Stelle, sagen wir mal so. Ich habe schon länger schon nachgedacht über den. Nur habe ich die Zeit nicht gefunden. Weil die Zeit, es ist also, ich hab nicht gewusst, wie viel das ausmacht. Also man hat Angst vor den Angriff und so, aber dabei ist es eh harmlos. Es waren 3-4 Stunden, also das war schön ruhig, mit Spaß auch verbunden. Also die Kolleginnen und der Arzt war nett und die Vorbereitung auf die Operation, Operation war auch sehr schnell. Ich habe einen schnellen Termin bekommen in einem Monat. Das war auch gut, weil ehrlich gesagt 3-4 Monate zu warten, so, das hätte ich nicht angenommen. Ich habe echt, wir wollen so Frühling, Anfang Frühling, so vor den Ostern oder ich weiß es noch nicht mehr, vor den oder nach den, aber das hat sehr gut funktioniert.